Da ist er wieder. Über den Dächern von Gotham City und bereit, das Böse zu bekämpfen als Rächer der Armen und Schwachen von Saint-Denis. Das sieht schon ziemlich cool aus, oder? Ja, wo bin ich da? Was machen wir hier? Wir sind dabei, einen alten Freund zu verabschieden. Ein Freund, den wir hier und da innerhalb der ganzen Geschichte immer mal wieder kennengelernt haben. Und sein Name ist Cahom O'Driscoll, in Gedenken an Sean. Cahom, I really don't know. Ich glaube, Cahom hat er gesagt, ne? Ja, das ist, was wir vorhaben. Hier drüben ist die Bar. Hat sich sehr gut gerade ergeben mit der Kinokamera. Wunderbar. Ja, das hier mit den auf den Dächern rumstehen, ist natürlich was für die ganz, ganz, ganz Wilden. Dementsprechend hat der Boy auch noch was dazu zu sagen. Nee, auf keinen Fall. Das sollen die auf keinen Fall jetzt machen. Also, ne? Auf keinen Fall, also dass die, also auf keinen Fall machen. Soweit klar, denke ich mal. Ich denke, unser guter Arthur wird das überstehen. Ich frage mich allerdings, was das hier für ein süßer kleiner Balkon sein soll. Wohnen hier Zwerge? Man weiß es nicht. Kann er da drüber springen? Oh ja, das kann er. Whoops. Aber wie stocksteif er da auch runtergesprungen ist, ne? Aber nicht hochklettern. Na, war Spaß. Ich habe nur einen Job gemacht, auf jeden Fall. Ja, wie ich jetzt gesagt habe, dass es nicht so zu empfehlen ist, habe ich einen Joke gemacht. Es war witzig gemeint. Wenn man weiß, worum es eigentlich ging, ist es noch lustiger eigentlich so. Aber gut, das könnt ihr ja selber nachforschen. In dem Sinne, wir sind... Morning, du, ich würde mich mal waschen. Willst du 50 Cent haben oder so? Ich weiß nicht, was kostet hier so eine Festivaldusche? Ich gebe dir, komm hier, nimm 5 Euro, kauf dir so eine Dauerkarte, dann kannst du die ganze Woche da auch... Und so. Ah ja, die kommen wahrscheinlich direkt aus der Suppenküche da drüben. Also nehme ich jetzt mal an. Vielleicht ist es auch einfach der... Hallo. Vielleicht ist auch einfach nur der Job sehr anstrengend und fordert Dreck im Gesicht heraus. Manchmal ist das halt so. Kannst du ja mal die Leute in Kohle irgendwas fragen. Aber die sollten ihren Job wechseln und in alternative Energien umsetzen. So, da haben wir die große Hortensia. Tja, ich muss in einem weiteren Durchlauf auf jeden Fall, wir haben ja noch die Bad Boy-Variante, muss ich wohl nochmal gegen sie antreten. Also beim letzten Mal haben wir ja ordentlich auf die Fresse gekriegt, wa? Das war dann aber auch so spät im Stream, dass es gar keiner mehr mitbekommen hat. Nicht wirklich. Ja, die mysteriöse Maya. Toule Nuit, durch die Nacht hindurch. Das, kleine Petite de Flaneure, ich weiß nicht mehr genau. Die viel, was ist das denn? Du Petit Flaneur, also Petit ist auf jeden Fall klein, das ist alles, was ich davon noch weiß. Französisch war bei mir echt nicht so dolle. Ja, hier drinnen sind die zwei Kandidaten. Batman und Robin erwarten uns da drin schon. Ich bin der Governor und ich werde jetzt mal auf dem Dach da oben, deswegen war ich ja überhaupt da oben. Wir werden jetzt das Hoshi-Symbol nämlich in den Himmel strahlen und dann kommt Dutch. So ist das, Freunde. Don't you worry about me. There you are. Here I am. Come on, let's go. Let's go where? And why are you so riled up? Today is a great day, Arthur. Today is the day they are going to hang Cahom O'Driscoll. That's so. Rather they hang him or I shoot him. Oh, they are gonna hang him. Yeah, and not before time. That boy's been on the gallows more than most. I wouldn't count anything until his neck's broke. Well, nor would I. Which is why, despite us being wanted men, we're gonna attend the event ourselves. And follow him onto the scaffold? Well, let's hope not. But if I could see that son of a bitch breathe his last, I think I'd die a happy man. We are gonna disguise ourselves. In this? In this. Okay. Come on. Ja, die Mission geht mal wieder auf Zeit. Well, don't we
gleich zweimal. Einmal innerhalb der Mission und einmal die ganze. Mrs. Adler, might I say, being a fancy woman of Saint Denis shoots you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. Haben wir uns angeguckt. Sah echt immer so gut aus. Poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Eternity. Keep those fingers off those triggers. Das sieht aus wie so ein Vieh von Resident Evil, Alter, was ich da im Hof angreifen würde. Practice what you preach, brother. Ja, ist ein Hund, ich weiß, aber... Are you gonna keep your cool? Really? When you seem to lose it all. Das sah nicht mehr gut aus, den will ich nicht. Ich glaube, da könntest du echt ein Kind mit traumatisieren. Wenn er sich einen Hund wünscht und dann schleppst du ihn denen an, ich weiß nicht. Exactly. We'll get it done, all right. All right then. Come on. We got a hanging to witness. Look here. Don't the public love an execution? Weil ich die Geräuschunterdrückung zum Teil jetzt wieder draußen lasse, weil ich... Also ich finde die sehr gut, wenn ich Mystery-Videos und so einquatsch für euch. Aber so beim Let's Play rede ich ja manchmal dann doch hier und da ein bisschen in Hektik oder was. Und da verschluckt er mir einfach viel zu viele Worte. Aber das Geklicke vom Controller versuche ich dann möglichst weit unten zu halten. What are they pointing at? I don't know. Die wollen danach trinken. We gotta follow them and find out. Yeah. Oh, here comes somebody. Der Undertaker. Stay here. Don't do nothing. Ja, hat beim letzten Mal funktioniert. Funktioniert bestimmt auch dieses Mal, Affe. Come on. Yes, sir. The crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, hey, you know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question my decisions or yours. Schnellen Weg. And now, Colm O'Driscoll's going to get his due. He's cutting in there. Let's go. Quiet. What's it look like? Bunch of cops. How many? Enough. So what do you think? Well. Paul's up on the roof. Once he starts shooting, we have to have our wits about us and move fast. Yeah. I guess we faced worse than this before. Sure. Let's get to it. Yeah. So... They got a guy up on the roof, overlooking the gallows. Find a way up there, onto one of these verandas, through a building maybe, and get him. And do it silently. Well, obviously, I'm gonna do it silently. I want to see this bastard swing. Find a way up to the roof and stop him. I'll go. Where's his shooter then? What's this then? Come here. Let me. And remember,
It is justice. Welcome. There goes your escape plan. Yet justice itself can at times be barbaric. For sometimes a man is so savage, the only way to deal with him justly is by savagery. Colm O'Driscoll is one such man. He has murdered. Schwer zu sagen. Den mussten wir in 45 Sekunden finden, deswegen bin ich so gerannt. Gleich folgen 8 Kopfschüsse. As well you may. I've been a bad man. Silence! These charges. This is not a court where you shall be tried. This is a place where your sentence is to be carried out. And your sentence, Colm O'Driscoll, is that you are to be hanged by the neck until you are dead. This is not a task we take lightly. It is not a task we enjoy. But it is a task we must carry out if our civilization is to prosper. Gentlemen, are we ready? Colm O'Driscoll, may God, in his infinite wisdom, have mercy upon your soul. Whenever you are ready. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Los geht's. Morgan! You hit us? Take a shot on these O'Driscolls! So, ich muss ja die Polizei auch töten, oder was, ne? Ach, da. Sind wir krass oder was? How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but whole thing ain't gonna save us. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end, Colm O'Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. I know it's from that Mary. Mary? She ain't worth it, Arthur. Bitch. Bitch. Entschuldigung. Husten. My dear Arthur, bitch. You never showed up, and now, after looking at the newspapers, I understand why. I don't imagine you'll receive this letter, but I, nonetheless, must send it. Arthur. Oh, Arthur. I was just starting to dream the silliest and softest of dreams. I miss you, and I will always miss you.
But I cannot live like that. And it seems you cannot live any other way. When I'm with you, the world makes sense. But when we are apart, I see clearly that your world is not a world from which one can escape. Doch, willst du? I'm so sorry for everything. Kannst du, meine ich. For everything long ago. Ich will's. For starting up that business again. Yeah. There's a good man within you. Yeah, there's Arthur. A bad girl in you. But he is wrestling with a giant. Yeah, ich bin Wrestler. And the giant wins time and again. Andre the Giant. You've broken my heart again. Ich? And I fear I have broken yours. Yeah. And for that, I will never forgive myself. But you must let me go now. Nee, du sollst leiden. Leiden. Ach, keine Ahnung. Ago, when we were both young. Not because I don't ich bin auch jung. It, but because I care for it. Du bist all alt. Too much, and it reminds me too much of you. Wer? Er? I hope ich bring den Typen um. You will find was? Some people in love who can use this. For it kept me thinking of you all these years. And I hope by returning it to you, I can finally be free. Goodbye, Mary. Yeah. Und ich wünsche dir ab heute sehr viel dünne Diarrhoe. So, das ist das Ende von Mary und ihr Ring und ein Foto, als wir jung waren. Und Silber ist ja toll, weil zu viel Zeit. War ja klar. Also es können wirklich nur Sekunden gewesen sein. Bei solchen Zeitgeschichten bin ich es allerdings leid, das irgendwie jetzt zu überdenken großartig. Ich schaue mal, ob es noch irgendwo einen Trick gibt, bei dem man was abkürzen kann. Ansonsten lief ja alles super. Ich habe den Typen ja auch sogar in diesen 45 Sekunden. Man denkt ja, okay, wenn man das Ding drin hat, dann ist eigentlich der Rest sowieso meistens auch drin, weil das ja der anstrengende Teil da drin ist. Also wo bitte habe ich jetzt so viel Zeit verschwendet? Bei der Schießerei habe ich auch gut abgeliefert, würde ich meinen. What's it? Wo steckt da jetzt wieder dieses 6 Minuten 30 Ding drin? Ich peile sowas halt einfach nicht. Also ganz ehrlich. Ist mir ein absoluter Rätsel. Bis gleich. Jo, also ich habe mir nochmal alles reingezogen. Das ist kein großer Unterschied. Ich werde jetzt natürlich die Dialoge skippen. Wenn, dann vermute ich, dass da vielleicht irgendwo was nicht richtig programmiert wurde und erzählt einfach die Zeit weiter im Hintergrund oder so. Ich habe keine Ahnung, weil der Typ hat sogar noch 2 von den Schüssen erstmal verkackt. Was mir nicht mal passiert ist, glaube ich. Also nicht einer. Nur einmal ist, glaube ich, der Hut geflogen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Oh, jetzt juckt es natürlich, ne? Mrs. Adler. Might I say, being a fancy woman of Saint Denis shoots you. I'd dress up like the Queen of Sheba if it meant seeing that son of a bitch swing. Colm hung me up, nearly butchered me. That don't mean I'm comfortable in this woolen coat. You oh, man. Made it out of that predicament, as I remember, Mr. Morgan. My husband weren't so lucky. You lost your husband. I lost my darling Annabelle. That poor boy Kieran. We've all lost something because of Colm. And that is why we will shepherd him to eternity. Amen to that. Now keep those fingers off those triggers, because we'll need cool heads and calm dispositions to see this done. Ich auch mich kurz kratzen können. Das hätte, glaube ich, mehr Sinn gemacht, als mich an der Tischkante zu schubbern, während ich versuche, weiterzulaufen. Ich muss auch genau jetzt irgendwas kleinen Kratzer geben irgendwo, ne? So und so. You two quit it. Ja, kleines Jucken, besser gesagt. Für den kleinen Kratzer. As far as I can tell. Exactly. We'll get it done, all right. Ich wünschte, ich hätte ein Pferd und könnte springen. Come on. We got a hanging to witness. Look here. Don't the public love an execution? Go brush that horse, officer. Yes, sir.
crowd came to see a show. We don't want to disappoint them. I guess they did miss their chance to see John swing by his neck. Hey, hey! You know I wasn't going to let it come to that. Well, I guess I don't know what I know no more. And I guess this isn't the time to question either my decisions or yours. He's turned down there. Here and now, Colm O'Driscoll's going to get his due. Let's go. Quiet. What's it look like? Bunch of cops. Das können wir, glaube ich, nicht skippen. So what do you think? Oh, und sein Weg ist vielleicht minimal besser, würde ich sagen, aber ich glaube nicht, dass das den Unterschied gemacht hat, nachdem ich gesehen habe, wie er zwei Kopfschüsse gerade versemmelt hatte. Also wir laufen jetzt darüber, wo die beiden lang gehen, und da geht eine Treppe, eine Leiter nach oben. Das speist uns auch darauf hin, dass es da eine gibt. Arthur, here's a ladder. Oh, geht ein bisschen schneller. Ist hier ein bisschen beknackt herumgelaufen, würde ich sagen. Colm O'Driscoll is one such man. He has murdered, tortured, robbed, stolen, raped, and abused for a decade across five states, seemingly with impunity. Today, justice catches up with him. As well you may. Morgan! Russ! Take a shot on these O'Driscolls! Ja, der steht da hinter dem Baum, ich kann nichts machen. Ist jetzt beim Ende bei der Schießerei nicht ganz so prall gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Gebe zu, aber das ist im Großen und Ganzen nicht anders als bei ihm. Es muss ja wirklich um Millisekunden gehen. Schnell raus aus dem Camp. How you get on, Arthur? Well, we saw the bastard hang okay, but ich kann nicht jetzt nicht drücken. I guess that's one less thing to worry about. I guess compared to the entire government, in the end,
Como Driscoll didn't seem like such a worry. A letter came for you. Oh, okay. Es ist ja auch toll, dass ich mir das jedes Mal erst angucken darf. Mary? She ain't worth it. Nee, Peter. Who is? Marie hat dir geschrieben. Hallo, Arthur. Oh, mach hinne! You never show. Ja, ja. I love you too, baby. Na, dankeschön. So muss das. Zweiter Versuch, bin ich zufrieden mit. Kann ich mit leben? Aber nicht tausendmal, wenn ich diesen Dialog hier schon wieder sehe, habe ich mir gedacht, oh nee, Alter. Wenn ich mir gleich dreimal, viermal noch reinziehen darf, dann skippt das so schnell wie jetzt, nur geht schon. Aber das hat schon gereicht. Wunderbar. Ja, so. Ja, Folge wieder lang genug auf jeden Fall damit. Ich habe beim letzten Mal, oder jetzt hier zwischen dem letzten Part und dem Part, ist es ja quasi dazu gekommen, dass Charles jetzt auch wieder hier zu uns ins Camp zurückgekommen ist. Der war ja vorher auch noch in der Wapiti-Situation da oben mit integriert. Und ich habe dann auch schon mal ein paar Camp-Gespräche eingefangen, das eine oder andere. Das werden wir nochmal zusammenfassen, ein paar Camp-Gespräche aus Kapitel Nummer 6 dann. Ja, aber das hat jetzt in der Folge, wo wir in Saint-Denis angefangen haben, hat das halt nicht so gut gepasst irgendwie, fand ich. Also von daher kommen wir noch zu. Muss ich jetzt noch übernehmen, dann mir nochmal reinspielen hier. Aber ansonsten sind wir da auf jeden Fall schon mal wieder mit einer weiteren Goldmedaille vorangekommen. Wunderbar. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und konntet aus meinem zweiten Durchlauf irgendwas mitnehmen. Ich weiß nicht, was der Unterschied war, aber ihr werdet es mit Sicherheit wissen, denn ihr konntet es genau beobachten. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Liken, lieben, kommentieren, abonnieren. Ihr wisst, das hilft diesem Kanal. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao mit Gyros TV. Rock on. You shot me pretty good.